So, willkommen zurück bei StarCraft 2. Folge 9. So, da haben wir ja gemacht vorhin. Genau. Zweite Evo-Mission mit den Schaben. Haben wir was Neues bei Kerrigan? Nein, noch nicht. Gut. Jo, dann müssen wir halt reisen. Und mal wieder ein Video. Was auch sonst. Aber ich glaube kein langes Video und nein. Sehr schön. Es wird doch. Das klappt doch langsam. Okay. Viel Spaß beim Anschauen. Serathul. Schön, das heißt ja. Die zwei kennen sich, glaube ich. Was willst du? Dass ihr glaubt, Kerrigan, ich war beim Ursprung. Seht, Zeros, die Geburtsstätte der Zerg. Hier entstanden die Zerg und hier wurden sie vom dunklen Wesen verändert. Die Verbliebenen sind die Urzerg. Sie kämpfen. Char dient schon lange als Heimat des primären Schwarmclusters der Zerg im Koprulu-Sektor. Zerg und Terraner ringen um die Vorherrschaft des Planeten. Um den Schwarm wieder zu vereinen, musst du Char zurückerobern. Dein erster Gegner ist die abtrünnige Brutmutter Zagara. Sie wird dir ihre Brut nicht kampflos überlassen. Und Zeros, die Wiege der Zerg. Weit entfernt vom Koprulu-Sektor, wohin sich noch kein Terraner je gewagt hat. Ihr müsst zu diesem uralten Ort reisen, Kerrigan. Lernt seine Geheimnisse kennen und eignet euch seine Macht an. Ja, wir werden uns mal Schar machen, damit wir erstmal Bersten kriegen und Scheusale. Und ich würde mal sagen, es reicht das mal was mit Protoss. Dann machen wir Schar. Ach ja, Ladebalken-Videos, Ladebalken-Videos. Aber rauschen weiß, glaube ich, nicht. So, Video. Der Levitian. Also ganz, ganz großer Overlord. Sag ich einfach mal dazu. Okay. Die Liga hatte sich in meiner Abwesenheit hier ja richtig bequem gemacht. Sobald ich meine Truppen wieder habe, wird Warfield vertrieben. Gut, gut. Ich kann den dunklen Templer nicht spüren. Versteckt er sich auf dem Leviathan, bereit zuzuschlagen? Er ist weg. Was er auch immer im Schilde führt, er stellt keine Gefahr für mich dar. Zumindest nicht im Moment. Stellt nicht alles eine Gefahr dar, was nicht ein Zerg ist? Stell mich nicht in Frage, Isha. Wie du wünschst, meine Königin. Gut, genug gelabert. Eine deiner Brutmütter, Zagara,
weigert sich, dich als die Königin der Klingen anzuerkennen. Bevor du Char von den Terranern zurückerobern kannst, musst du ihre Brut zurück in den Schwarm holen. Das machen wir. Nicht alle Zergeinheiten werden aus Larven gemorpht. Berstlinge zum Beispiel werden aus Zerglingen gemorpht, genau. Dann gibt es auch noch Blutlords. Die werden auch aus Coaptern gemorpht. Die müssen wir früher vorher mit anderen, bei Ern, muss man Coaptor holen. Und dann kann man die Coaptor zu Blutlords morphen. Und das gleiche Spiel mit Zerg und zu Berstlingen, also Banelinge auf Englisch. Ja, was gibt's noch? Bin gespannt, was jetzt passieren tut. Aber der Ladebalken, die Ladebalken, hinder mich daran. Na komm, es wird Zeit. Zagaras Brut hat sich in den Säuresümpfen von Char verkrochen, wo du Millionen Eier für den späteren Gebrauch gelagert hast. Von der Position ihres Schwarmclusters zu schließen, versucht Zagara so viele Eier zu sammeln, wie sie nur kann. Sie versucht, eine Armee aufzustellen. Aber wie will sie die Eier ausbrüten? Sie kann sie in einen Schlüpfteich legen, damit sie schneller ausgebrütet werden. Ich habe unseren Schwarmcluster in der Nähe eines solchen Teiches platziert. Dann werde ich genug Eier sammeln, um eine Armee zu erschaffen und Zagara zu vernichten. Also spielen wir einen Osterhasen. Gut, machen wir das. Wie immer. Der Schwarm ist hungrig. Drohnen, Drohnen, Drohnen. Jedes Trönchen gibt ein Tönchen. So, noch ein bisschen Creep verteilen, zumindest am Anfang. Habe ich den Eder vergessen? So wie ich mich kenne. Wir hatten sie schon mal eine zweite Base. Du bist nicht die Königin der Klingen. Du bist eine schwache und erbärmliche terranische Kreatur. Ja, ich... Verlass Char, solange du noch kannst. Diese Eier und der Schwarm gehören mir. Weiter vorrücken. So, gucken wir mal kurz hier. Das Gefühl, dass es immer langsamer wird, ich weiß nicht. Lasst uns das hinter uns bringen. Der Schwarm schläft nie. Da haben wir sie. Okay. Los jetzt. Dann lass mal so hochkommen. Der Schwarm ist hungrig. Und werden... Zagara hat die Aufmerksamkeit einiger verwilderter Berstlinge auf sich gezogen. Sie greifen sie an. Zagara hat sich durch einen tiefen Tunnel wieder in ihre Basis begeben, um Kräfte zu sammeln. Sehr schön. Sie wird wiederkehren. Sehr schön. Berstling sehr nützlich. Metamorphose von Zergling. Jeder Zergling kann zu Berstling morphen. Genauso ist es. Ja, und jetzt können wir ein paar Eier holen. Ich kann die ungeschlüpften Eier spüren. Aber es werden immer noch jetzt muss ich sie nur noch vor Zagara erreichen. Okay. Vorrücken. Nichts stellt sich mir in den Weg. Und Berstlinge explodieren, das sind Selbstmordeinheiten. An diesem Nest ist irgendetwas anders. Die Eier in diesem Berstling-Nest können sofort schlüpfen. Der Schwarm schläft nie. Was jetzt? 600 Eier, okay. Nichts stellt sich mir in den... Der Schwarm ist hungrig. Weiter vorrücken. So. Unsere Streitkräfte ja, ist werden gut. Angegriffen. Was jetzt? Alles im grünen Bereich. Nichts stellt sich so, werden wir uns den Zerg hier holen. Lasst uns das hinter uns bringen. Ich bin zurückgekehrt. Und jetzt wirst du böse. So kann ja nur Kerrigan aufmachen. Ja. Dann. Du hast meine Aufmerksamkeit. So, 10 Eier haben wir schon. Zehntel haben wir Lasst geschafft. Lasst uns das hinter uns bringen. Wir brauchen mehr Overlords. Bomber Overlords, wenn du das brauchst. Der Schwarm schläft nie. Weiter vorrücken. Nichts stellt sich mir in den Weg. So, gehen wir mal wieder zurück zur Base. Gut.
Achso, wir haben ja geskillt, dass hier die Zerklinge zurückkommen, wenn sie sterben. Stimmt ja. Hab ich schon vergessen. Ich höre. Diese Welt gehört mir. Raus damit. Gut. Der Schwarm schläft nie. Okay, wir gehen, dann schlafen wir nie ein. Sagen der Bürgeranzahl, wir bräuchten noch 3 Stück, okay. Einen. Sammelt die jetzt Ei oder greift die uns jetzt an? Ich glaube, die sammelt Eier. Ich höre. Dann werden wir das auch mal verhindern. Es sind noch mehr Eier in der Nähe. Los jetzt! Meine! Alles meine! Ich bin der Osterhase. Nein! Du hast meine... Das wird mich nicht aufhalten! Schläft nie. Jetzt haben wir 2 Minuten Ruf vor der. Dann muss das ausnutzen. Achtung! Eine Welle Zerklinge nähert sich unserem Schwarmcluster. Okay. Ja. Wir haben mehrere verseuchte terranische Gebäude in der Nähe gefunden. Sie scheinen die verwilderten Zerg anzulocken. Was schaffst du, Kerrigan? Ich werde sie vernichten, wenn sich die Gelegenheit bietet. Wir haben ein verseuchtes terranisches Gebäude vernichtet. Bleibt noch eines. Weiter vorrücken. So angefangen, die glaube ich noch nicht, gell? Gut, hier bringt's erstmal Wer nichts lang zu laufen. Gefragt? Zerggebäude? Nichts stellt sich mir in den Weg. Lasst uns das hinter uns bringen. Was jetzt? Los jetzt. Ja. Diese Welt erstmal nur die leichten mir. Eier. Wir haben nicht viel Zeit. Und sammeln Armeen, Armeen, Armeen. Ich höre. Können wir überhaupt Roaches bauen in der Mission? Ja, können wir. Sehr schön. Werden wir das machen. Werden wir noch ein paar Overlords 2 machen. Ich höre. Und werden weiter aus Eier suchen mit dem paar Zerglingen hier. Nichts stellt sich mir in den Weg. Ich spüre noch mehr Eier. Dort. Gut, weiter hier ist vorrücken. Nix. Muss man, also die Base. Diese Welt gehört zurückziehen. Mir. Zerklinge bauen. 3. Nee, soweit nicht. Aber bauen wir noch eine Hedgeby. Das dauert mir zu lange. Du kannst mich 1000-mal bezwingen. Gas ich haben wir werde noch. Immer wiederkehren. Überall 2 Drohnen. Das reicht völlig. So, Watchers, Watchers. Ja, mit den Watchers kommen dann auch halt die Gebäude hier angreifen, die größeren Gebäude. Die Zerklinge, die platzen immer so schnell auf. Raus damit! Ja, vergessen. Stirb einfach! Los jetzt! Mit Automove! Oh, was machst was du jetzt? Was jetzt? Lass mich verarschen. Diese Welt halt gehört mir. Da habe ich mich verklickt. Gut, sehr schön. Ah, wir können jetzt schon so einen Baum mutieren. Das heißt, die Brutstätte heißt ja nicht mehr Brutstätte, der hat dann auch mehr HP und die kann dann bessere Technologie erforschen. Hier zum Beispiel der Listenbau. Brauchen wir den Bau. Als Voraussetzung. Machen wir mal. Journalisten können wir auch gebrauchen. Wer hat dich gefragt? Gut. Los jetzt. Da kommt sie wieder. Und wir pumpen Roaches erstmal. Du hast meine Aufmerksamkeit. Gut. Das wird mich nicht aufhalten.
Wer hat dich gefragt? Einen Angriffsbefehl machen für alle. Auch für die Neuen, die jetzt kommen. Na gut, die können wir eigentlich sammeln hier, die jetzt hier rauskommen. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Ja. Wir haben nicht der Schwarm. Die erste Hälfte hätten wir. Haben schon 50. Nichts stellt sich mir in den Weg. Glaub bloß nicht, dass dich der Fund dieser erbärmlichen Berstling-Eier retten wird. Das werden wir sehen. Wir haben los jetzt. Ich will übersehen. Ja, kann nur Kerrigan einsammeln, okay. Zacklinge. Hydrodiske. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Und die Oma haben auch massig Eier. Gut, aber auch wir haben nicht viel Zeit. Viel Feind, wie es aussieht. Aber egal, wir sammeln ja schon wieder. Müssen wir nur aufpassen, dass Kerrigan diesmal nicht mehr sterben tut. Wer hat dich gefragt? Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Los jetzt! Diese Welt gehört mir. Lasst uns das hinter uns bringen. Gut. Der Schwarm ist hungrig. Raus damit! Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Und hier oben gleich wir noch, haben bitte. Nicht viel Zeit. Genug. Während du die Eier gestohlen hast, habe ich Truppen aufgestellt. So, Hydralistenbarbaren. Bau ist fertig. Ich werde dir zeigen, wie die zerkämpfen. Gut, die Olle kommt in 4 Sekunden wieder. Achtung, ein riesiger Schwarm Zerklinge bewegt sich auf unseren Schwarmcluster ja, zu. Ja, von mir aus. Wir sollten uns mit allen verfügbaren Kräften verteidigen. Wir haben das letzte verseuchte terranische Gebäude vernichtet. Du bist nicht mächtig genug, um mich zu töten. Dich gefragt. Der Schwarm schläft nie. Oh, das nervt mich gerade hier, Kerl. Nur noch ein paar mehr. Weiter vorrücken. Wie blind bin ich überhaupt? Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Was haben sie gesagt, Masse? Du kehrst nicht einmal zurück, um deinen eigenen Schwarmcluster zu verteidigen? Wie stark bist du? Ach, das war's schon. Ich habe genug Eier. Aber Tur, rege den Schlüpfteich an. Sorge dafür, dass meine Eier schlüpfen. Einfach. Katalytische Lösung, schnelleres Heranreifen. Armee augenblicklich bereit. Und jetzt wird Zagara es bereuen, sich mit mir angelegt hüpfende zu haben. Hüpfende Bänlinge. Wirklich jetzt. Gut, dann greifen wir mal hier oben an. Mit einem Armklick, das war's. Na, das ist ja mal genial. Was jetzt? So, ihr fahren Schweine an, natürlich. Das ist das hüpfende Bänlinge. Nee, schade. Unsere Streitkräfte ich will kurz werden auf. Angegriffen. So, komm. Ja. Wer hat dich gefragt? Ja, natürlich, ja. Tower Devons, eine lange Kette. Vorwärts. Na, wo ihr könnt ihr kommen? Da stoppt wenigstens nicht die Kerbe. Du hast meine Aufmerksamkeit. So. Ja, das haben wir umsonst eigentlich Hydralistenbau gebaut, aber wir bauen solche trotzdem welche. Macht. Wie kannst du so viele kontrollieren? Unsere Streitkräfte sind angegriffen. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Los jetzt! Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Gut. Ja, das war, glaube ich, ihre Base. Sehr schön. Tötet sie! Ich habe nur getan, was du mir befohlen hast, meine Königin. Halt! Ich habe dir befohlen, gegen mich zu rebellieren?
Du hast all deinen Brutmüttern befohlen, stark zu sein, zu kämpfen, zu erobern. Du sagtest, die Zerg führen durch Willensstärke. Dein Wille ist der stärkste. Und ich werde dir dienen. Du darfst leben, Zagara. Ich will den Schwarm zu alter Stärke führen. Und du wirst mir dabei helfen. Du bist meine Königin. So, sehr schön. Ja, dann war's das auch wieder. Tschüssi.